Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Wir haben 6.37 Uhr, jetzt wollte ich mal gucken ganz kurz, ob wir hier... Jo, noch zwei Stunden, passt. Also wir haben hier auf jeden Fall einiges, was wir dann später rausziehen können aus unseren Destillen. Ich habe jetzt mal hier zwei Kisten hergestellt, wie ich es gesagt habe, dass ich ja hier eine Kiste noch hinmachen möchte für das ganze Zeug, was ich ernte. Und das ist dann zu viel für den Speis innen drin. Ich habe jetzt halt hier mal nur ein bisschen Stroh noch rein, was ich von hinten eingesammelt habe. Und hier habe ich dann einfach mal Sachen rein, die ich im Grunde auch verkaufen kann. Also alles, was ich jetzt hier drin habe, das ist dann eigentlich auch vorgesehen dafür, dass ich es verkaufe. So, jetzt. Gut, ihr braucht noch 1,5 Stunden, euch habe ich gerade rein. Was mir ja schon mal sehr gut gefällt, das ist das, was ich da beim letzten Mal gebaut habe. Da möchte ich auch heute ein bisschen weiter tüfteln. Es wird wahrscheinlich dann auch der Schuppen da hinten wegkommen, ganz klar. So, steigen nicht irgendwo rein. Wir lassen mal unsere Tierchen... Nein, offen lassen bitte. Offen lassen und Tier rausnehmen. Dankeschön. Flausche, ich will dich allerdings nicht führen. Und dich will ich auch nicht führen. So. Jetzt gucken wir mal, habt ihr da irgendwas hinterlassen? Ja, ihr habt da was hinterlassen. Dann benutze. Flauschi, lass mich mal vorbei. So, nicht, dass ich dich aus Versehen piekse. Das wollen wir ja nicht. Schwupps. Dann haben wir das. Dann gucken wir mal. Ne, sonst ist nichts. Rein damit. Und weg damit. So, die hängen wir wieder dahin. Na, dir geht's gut. Noch 5 Monate. Oh, mir tut's eigentlich echt leid, ne? Also am liebsten würde ich sie umstellen mit den Tieren, aber... Ah, du bist noch ganz gut beieinander. Flauschi, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Flauschi rennt ums Pferd rum. Ärgert's wahrscheinlich ein bisschen. Flauschi will das Pferd ein bisschen ärgern, so wie es ausschaut. So, tun wir mal die Bürste raus. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. 5 Monate Flauschi ist ja forever young. So, lasst uns mal rausgehen. Tür wieder zumachen. Das Pferd will ein bisschen laufen, ne? Oh, ich habe dich noch in Führung. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, wird wahrscheinlich dann auch das hier alles wegfallen. Also ich werde das wahrscheinlich hier, wenn ich den Umbau mache, hier alles wegreißen. Unter anderem auch das hier, das sollte normalerweise gehen, oder? Zerstöre? Nein, den kann ich nicht zerstören. Den da kann ich wegmachen. Den kann ich wegmachen. Die ganze Hütte hier kann ich wegmachen. Komisch, ne? Die Hütte kann ich wegmachen, aber ich kann diesen komischen Holzbock hier nicht wegmachen. Warum? Hallo? Ich will dich wegtun. Aber gut, wenn ich darauf natürlich Hölzer schneiden kann, dann ist klar, ne, dass das nicht so leicht einfach verschwindet. Geht dann ihr wieder da zurück? Mensch. Achso, wir müssen eh die Eier holen. Können wir gleich mal gucken. Und ich glaube jetzt noch 2 Monate und dann sind die ersten Küken da. Da noch Eier. Warum legt ihr eigentlich nur weiße Eier? So, gut. Dann haben wir schon mal die Eier. Die kommen dann nicht mehr hier rein. Die kommen jetzt halt immer hier rein. So, es sind jedes Mal 40 Stück, ne? Das ist schon nicht schlecht. So, wir haben 7.21 Uhr. Das heißt, wir könnten zum einen auf den Markt fahren, um die Bretter noch zu kaufen. Ja, gut, ich habe nicht so viel Geld, ne? Das heißt, ich muss im Grunde auch erst nochmal zu Thaddäus hoch und muss mal schauen, dass ich die Sachen hier verticke. Das machen wir am besten gleich. Das andere Zeug lasse ich auch mal noch drin. So notwendig brauche ich es jetzt dann nicht. Den Anhänger machen wir mal... Lass mal dran. Ich würde sagen, den Anhänger lassen wir mal dran. Weil ich würde nämlich gerne noch mal
wenn es möglich ist, Holz kaufen. Gut. So, fahren wir erstmal zu Thaddeus. Besser gesagt zu unserer lieben zukünftigen Helene. So, Hallöchen. Ja, ich bin auch froh, dass ich dich sehe. Ich habe aber trotzdem ein bisschen was zum Verkaufen für dich, weil ich brauche nämlich hier Geld, meine Liebe. So, dann können wir hier den Maischenzeugs hier wieder einkaufen. Wunderbar. Ich nehme gleich nochmal die 8 Flaschen mit. Jetzt haben wir noch 2800. 2800, normalerweise sollte das doch reichen. Wir fahren zum Holzhändler. Zu den Holzbrüdern. So. Ja, ja, das ist schon klar. Aber ich kann es nicht ändern, ehrlich. Wir nehmen mal die 100 Hölzer. Schmeißen wir jetzt schön hier drauf. Haut's mir das Brett ins Gesicht. Ja, das Brennholz brauche ich auch, wie immer. Wie immer die 100 Brennholz noch. Da ist jetzt... Ich will da hochklettern. Hallo? Ich erwische die Stelle nicht immer, leider. So, wir machen jetzt erst einmal die Hälfte, 50 Stück. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Ja doch, das geht. Zack. Jawohl, dann schlichtet sich das schön. Und die anderen 50 dann noch. Wunderbar. Wunderbar. So. Ja, ich wollte nur schauen, was du noch hast. Deswegen, die 20 Flaschen könnte ich von dir noch mitnehmen. Dann haben wir immer noch 1094. Bäume pflanzen tue ich jetzt mal noch nicht. Ach, das Ding heißt Topola, was da wächst bei mir. Das sind gar keine Weiden. Tanne. Dann fahren wir, jetzt muss ich echt einmal überlegen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Weg zum Benutzer. Hallo? Wir machen jetzt einmal einen Weg zum LPG. Oh nee, warte mal. Hier, wenn dann vorne dran. Ich will wieder von vorne reinfahren, nach hinten. Das Wildtier habe ich auch noch nicht geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wildschwein ist oder ein Hirsch. Aber ich denke, dass es wieder ein Wildschwein ist. Zucker ist fertig. Wunderbar. So, weil dann nehme ich nämlich hier gleich nochmal Sprit mit. Ich habe die Bretter nicht gekauft, ich Blödi, ne? So was Blödes. Ich habe die Bretter nicht gekauft. Oh, ist doof. Warte mal, was kosten die? Das sind 600, ne? Ich bräuchte aber auch noch mal solche Fässer hier. Okay, warte mal. Dann nehme ich jetzt halt mal einmal das Fass mit und ich nehme vom Sprit jetzt mal nur 50 mit. So, das reicht nämlich erstmal. Schauen wir mal. Wunderbar, schön, wie es das reinschlichtet. Und dann würde ich gerne noch na toll. Es passiert immer wieder, dass ich auf E drücke anstatt auf R zum Hochschalten. So. Und stopp. So, dann kann ich bei dir... Ja, ich möchte nur die Rüben haben. Ich will nur an deine Rüben ran hier, an deine Rübensamen. Was? Ich kann es nicht einfach umsonst geben. Oh, weil ich nicht mehr so viel Geld habe, ne? 13? Ich wollte halt jetzt halt immer gleich über den Winter immer wieder Rüben kaufen, dass ich da
vorgesorgt habe, aber anscheinend kann ich das so einfach nicht machen. Was mache ich dann jetzt? Das wären 260 bei 20 Stück, ne? 260, 390. Ne, ich mache mal 20. Sorry. Ich mache mal nur 20. Weil wir wollen ja die Bretter auch noch kaufen. Deswegen fahre ich jetzt auch noch mal. Quatsch. Bin ich doof? Ich habe doch die Bretter gekauft. Da liegen sie doch. Oh Mann. Oh Mann, nichts hat er im Kopf. Wieder mal gar nichts. Wir fahren zum Markt. Ja, hallo, ich würde gerne zum Markt fahren. Jetzt kann ich bloß wahrscheinlich nicht mehr so viel Dachpappe kaufen, ne, wie ich gerne möchte. Wie viele Liter habe ich noch drin? 2 Liter habe ich noch. Das ist nicht viel. Bleib stehen. Fahr den nicht um, den armen Kerl. So, Stefan, zeig dich. Dankeschön. Ich möchte eigentlich nur mit dir handeln. Was anderes möchte ich gar nicht. 7 Stück kann ich nur kaufen. Okay. Dann lassen wir das eben. Wir fahren zurück. Nein. Aussteigen. Sprit nehmen. Tanken. Das Tanken kostet auch schon so viel Geld, ey. So, ab zum Hof. Tore aufmachen. So, da haben wir ja gesagt, das können wir dann zulassen. So, jetzt fahre ich ein bisschen hier rüber. Weil den Anhänger kann ich leider jetzt nirgends mehr hinstellen. So, passt. Entschuldigung. Dann können wir zum einen den Sprit rausnehmen und gleich mal hier ins neue Lager packen. So, dann haben wir auf jeden Fall einen guten Vorrat. Brauche jetzt halt erst einmal nichts mehr kaufen. Dann nehme ich mir die Bretter alle raus. Dann nehmen wir mal so viel Holz wie geht, dass wir noch laufen können. Ja, aber das Brennholz ist auf jeden Fall wichtig. Okay, wir können noch laufen. Die Bretter werde ich jetzt dann alle in Zukunft hier reinschmeißen. Ebenso das Brennholz. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt das Ding hier wegbaue, das machen wir jetzt auch gleich, bevor es mir leid tut, dass ich es gemacht habe. Aber ich möchte den alten Schuppen jetzt weghaben. Alles neu macht der Mai. Ja gut, wir haben jetzt halt Mai, aber... So, bestätige. Und damit ist nämlich dieser Haufen auch weg. Ich will da dran. 220, wie viel kann ich denn noch nehmen? Das sind 220 Kilo. Nee, die Hälfte kannst du ungefähr nehmen. Ist doch wurscht. Nimm halt einfach. Du musst doch jetzt nicht aufs Gramm. Danke, Kasimir, dass du auf mich hörst. So, weil hier passt nämlich schon einiges rein, ne? Mit 22.000, da können wir echt das ganze Zeug reinpacken. Alles, was wir irgendwie zum Werkeln brauchen. Das ist cool. So, einmal hier ran, bitte. Nein, falsch. Einmal hier ran, bitte. Dann haben wir nämlich da immer unsere ganzen Samen drin. Jetzt wird es plötzlich neblig. So, dann alles. Damit ist der Haufen nämlich jetzt halt auch weg. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich mag das Ding nämlich. Das hat eine schöne Optik. Dann können wir mal die Maische schnell raustun. Oh, wir können gleich neue Rüben reinschmeißen. Seid ihr schon fertig? Oh, okay. Das heißt, wir haben ja dann doch noch ein bisschen Geld. Ich tue trotzdem jetzt mal die Maischen raus. Und davon, wo ich 5 habe, nehme ich dann auch mit. Jawohl, da haben wir 5 Stück. Nehmen wir mit raus. 28 Flaschen habe ich noch einstecken. Und ich habe kein Holz.
Ich hab kein Holz mehr. Hoch mit dir. So. 32 Holz habe ich. Das heißt, ich tue noch 68 mit reinnehmen. Dann habe ich 100. Jetzt muss ich dann nur mal gucken, ob hier noch Wasser fehlt. Nee, Wasser ist auch noch zum Glück genügend drin. Also 20 Holz überall. Dann nehmen wir die Flaschen raus, füllen die Maische nach und zündeln. So, 20 Holz. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht auf Shift drücke, dass ich da nicht aus Versehen alles reinschmeiße. So, 15. Es geht nämlich manchmal schneller, als man schaut. Vor allem, wenn du es gewöhnt bist, gerade bei der Maische, da drücke ich immer auf die Shift-Taste, dass ich nicht die Nachfrage habe. So, 20 Mal. Maische anzünden. Und das letzte. So, hier kann ich jetzt Shift drücken, dann passt es. Und 15. Jawohl. Dann könnt ihr 5 laufen. Wir tun die Flaschen raus. Ja, ich habe auf jeden Fall einen guten Vorrat an Flaschen, das ist doch gut. Wir haben 10.27 Uhr, da könnten wir tatsächlich noch mal schnell zu Thaddäus hochgehen. Dann schmeißen wir Helene noch unsere Flaschen in die Tasche. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. So. Dann haben wir schon wieder 2494, das heißt, wir können uns, ich habe alles geholt, ne? Dann können wir zu Stefan gehen, dann können wir nämlich ohne Probleme auch die Asbestplatten holen. Ich müsste unbedingt da hinten mal in den Wald gucken, wegen dem Müll. Ja, ja, aber jetzt kaufe ich sie auf jeden Fall. So, dann haben wir das da und dann kaufen wir noch die Bretter, dann haben wir da auch gleich was. Und ich würde gerne Farbe kaufen. Wir haben noch nichts in Grün, ne? In Blau könnten wir die Kisten zum Beispiel noch machen. Nehmen wir mal eine blaue Farbe mit, nehmen wir mal eine grüne Farbe mit. Einfach, dass wir es haben. Ich nehme noch mal 3 Glühbirnen mit, auch wenn ich glaube ich über 10 Stück oder sowas habe noch. Das werde ich mir irgendwann mal kaufen, also wenn ich wirklich ein Geldüberschuss haben in den Extremen. Nee, bei dir will ich nicht. Dann Hallöchen. Ja, ich wollte nur die Flaschen heute mal kaufen. Das sollte dann ausreichend sein. Ich danke dir. Ja, dann ab nach Haus. Ich finde es so viel angenehmer, wenn die Zeit nicht so rennt. So. Dann machen wir nämlich bei unseren lieben Tierchen dann weiter. So, tun wir erst einmal das hier raus. Die Glühbirnen können dann natürlich auch da rein. Dann kann ich nämlich auch aus der Kiste mal so das ein oder andere Zeug raustun. Besser gesagt eigentlich alles, was irgendwie Werkmaterial ist. Und alles, was Werkzeug ist, würde ich dann hier drin lassen. Oh, ich habe sogar noch einen 6. Eimer. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht bedacht. Ich lasse mal den Tabak, den Eimer und die Munition hier drin, das passt schon. Hier möchte ich eigentlich nur die Baumaterialien und Farben und sowas drin haben. So, von daher Farbe raus. Dann Schrott raus. Glühbirnen, jetzt haben wir 17 Glühbirnen. Da können wir auf jeden Fall noch schön den kompletten Hof beleuchten. Werde ich wahrscheinlich eh noch ein paar Sachen umstellen von der Beleuchtung her. So, die Einweggläser kommen nach innen. Und die Kiste werde ich dann auch hier ein bisschen umstellen. Die mache ich dann auch immer bei Gelegenheit weg. So, Einweggläser. Dann können wir das hier mal alles wegmachen. Und ich hab die Hühner vergessen schon wieder, ne? Die Hühnerschlägel. Okay, lasst uns noch mal hin zum LPG, was man nicht im Kopf hat, ne?
muss man Zeit opfern. Schauen wir mal, was der verlangt. Pro Stück. Weil da möchte ich jetzt nicht Hühner kaufen. Oh Gott, 50 Münzen, ey. Ich habe nur noch 70. Okay, dann würde ich sagen, mein Lieber, was mache ich denn jetzt? Ich brauche unbedingt Hühnerschenkel. Also nicht ich jetzt, aber zum Kochen brauche ich die. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Na gut, es läuft ja noch nicht weg, ne? Dann lassen wir das einfach. Dann lassen wir das einfach und ich koche ja weiterhin mein Zeug. Die Felder, die brauchen noch bis zum November, habe ich gesagt. Dann machen wir jetzt eben... nein, ich wollte das da bitte reintun, nicht den Eimer. Den Eimer bitte behalten. Ja gut, dann machen wir Rüben. Oh Gott, ich brauche schon wieder Wasser. Ich vergesse es immer, dass ich da das Wasser nachfüllen muss und dann... dann fange ich an zu kochen und dann heißt es plötzlich mittendrin, du brauchst Wasser. Habe ich jetzt alle? Ja, ich habe alle. Wir können aber auch zum Bürgermeister noch gehen, ne? Und können dem die Sachen schon mal geben, den ganzen Alkohol und so weiter. Entschuldigung. Kleiner Schluck auf. Wir machen mal weiter mit dem Zucker, bis ich dann merke, es haut mit den Maischen nicht mehr hin. Machen wir jetzt halt mal nur Zucker. Wir haben noch Zuckerrüben 407. 407, habe ich da auch noch Zuckerrüben drin? Nein, da habe ich keine mehr drin. Ist halt echt schade wegen der Brühe, ne? Okay, machen wir es mal so. Wir nehmen uns jetzt halt alles raus. Den ganzen Alkohol und... nur den Alkohol. Sorry. Wir nehmen uns jetzt nur den Alkohol raus, weil uns fehlen ja noch die guten Brühen. So, organisiere den Alkohol hier. Das brauchen wir noch. Wir müssen das Essen organisieren und die Musik. Wo muss ich die hinbringen? Dorfvorsteher. Den muss ich überprüfen, bla bla. Ich nehme mal die Platten mit, die drei. Weil vielleicht ist es dann auch gleich erledigt, wenn ich die ihm geben kann. So, zweite Platte und dritte Platte. Dann haben wir die Musik und wir haben den Alkohol. Dann fehlt eigentlich nur noch die Brühe. Ne? Das ist dann das Einzige, was noch fehlt. Okay, gehen wir am Markt. Bringen unserem lieben Herrn Bürgermeister meine Sachen. Trinke mal einen Schluck Wasser bei ihm jetzt halt hier. Das vergesse ich auch immer zu gern. So, Servusler, ich habe das für dich. Organisiere den Alkohol. Und die Platten hat er auch gleich genommen. Ja, cool. Ja, cool. Dann habe ich das gleich weg. So, und für den Priester haben wir alles. Das ist alles, glaube ich, abgeschlossen. Ne? Die Stola habe ich ihm doch auch schon gegeben, oder nicht? Weil die hier abgehakt ist, doch, ne? Jetzt ist es dann quasi hier nur noch das Essen. Die köstliche Brühe. Ich weiß nicht, ob ich die köstliche Brühe auch kaufen kann. Schauen wir mal bei Sophie. Servus, Sophie. Ja, ich wollte nur gucken, ob du vielleicht Brühe hast. Aber du hast keine, ne? Dann gehe ich schon wieder. Vielleicht hat sie noch köstliche Brühe. Hallöchen. Du hast auch keine Brühe. Dann ist echt die Frage, dann muss ich echt kochen, bis ich die Brühe habe. Ja, den finde ich auch witzig, den Witz. Nee, bei dir habe ich nichts mehr. Okay. Dann zurück. Weil wir haben ja sonst alles gekauft, was wir kaufen konnten. Wir stehen jetzt ein bisschen mittellos da, aber das macht nichts. Wir können ja hier auf jeden Fall auf unseren Brettern noch rumklopfen. Können die Zäune fertig machen? Doch. Das ist doch schön. Und vor allem, wir haben jetzt
Tag, dann ist das doch... Oh, da brauche ich nicht einmal raus, ne? Aha. Na doch, den Hammer brauche ich. Den Hammer. Hammer, Hammer. So, der da ist schon fast durch. Deswegen nehme ich den dann mit. Ich würde sogar sagen, wir machen erstmal hier weiter, weil ich würde gerne die Werkstatt bauen wollen. Weil es wurde ja gesagt, dass die Werkstatt, dass ich da dann Sachen reparieren kann. Dann reißen wir jetzt erst einmal hier alles ab. Die Lampe weg. Den Holzpflock kann ich nicht wegtun. Das Ding kann ich wegtun. Okay, da hängt die Axt noch. nimm. So, das Ding müssen wir ausbuddeln. Ach so, der Holzding, der hat zum Schuppen gehört. Okay, alles klar. Schaufel. Deine Schaufel, die hängt wahrscheinlich da hinten an dem Geräteschuppen, an dem Schuppen hier. Da hängt sie. Benutze. So, dann kommt der hier weg. Jawohl. Dann weiß ich jetzt nicht, ob ich hier noch eine Sense drin habe. Nee, die Sensen hängen auch alle. Ich bräuchte eigentlich noch mal so einen Schuppen hier. So eine Scheune. Ihr wisst schon, dafür für das Korn und so weiter. So, machen wir mal weg. Muss ich eigentlich nicht wegmachen, aber das will ich. So, dann schmeißen wir jetzt die Schaufel und die Sense mal hier rein. Das Gras. Oh, kann ich mal gucken, ob ich das unserem Pferdchen reintun kann. Aber eigentlich ist es da voll. Schauen wir mal. 11 Stück. Ja, 7 Stück gehen. Mal gucken, dann schmeiße ich es einfach damit drauf auf den Haufen. So, weil das muss ja eh noch alles da in den Komposter erhalten. Und deswegen habe ich eigentlich das Fass kaufen wollen. Wo habe ich das jetzt hin? Habe ich das jetzt gekauft? Nee. Doch? Nee. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt das Fass gekauft? Oh meine Güte. So, wir müssen nicht tanken. Hochheben. So, weil dich muss ich jetzt erst einmal hier auf die Seite stellen. Ups. Ebenso den Tisch hier. Zack. Bloß nicht wieder umschmeißen. So, und dann würde ich hier daneben gerne den Schuppen bauen. Wir haben Bretter, wir haben Eisen. Das heißt, ich tue mal erst den angelutschten Hammer hier rein. So, und das wären ja quasi diese Scheunen, ne? 3 Boxen, 4 Boxen, 120 Bretter. Wie groß ist denn das Ding? Boah, das ist wirklich fett, ne? Das, wenn ich jetzt da hin mache, hier daneben noch mache. Oh, das glitscht sogar so ein bisschen rein. Das ist ja genial. Reiß mal an. Das kann man ja wieder wegmachen, wenn es nicht passt. Das geht hier sogar rein in das Gebäude. Ich bin ja total begeistert. Vor allem, wir haben hier einen Durchgang. Ja. Ich will. Genial. Oh, ich muss, ja. Hey. Dann machen wir doch mal das Ding weg. Du bist ja leer, ne? Nee, nimm alles. So, dann würde ich sagen, einmal B, einmal X, einmal zack. Weg damit, dann kriegen wir nämlich das ganze Material rein. Und wir sind immer noch leicht wie eine Feder, das ist doch wunderbar. So, dann nimm deinen Hammer wieder in die Hand. Ist es der? 95%. Hier, 22, den da. Ja, den da möchte ich. Sieht man zwar nicht, aber ich muss es hier fertig machen, um das einrichten zu können. Ich bin mal gespannt.
Dach. Boah, die, ja, die Dachpappe, das ist recht viel jetzt halt, ne? Nur noch einen Moment, das ist völlig kaputt. Ich hoffe ja, dass ich das Werkzeug noch so lange brauchen kann. Also beide. Dass ich sie auch selber reparieren kann. Aha, daram, dam. Ah, doch. Das schaut doch gut aus. Ich habe jetzt gedacht, dass ich vielleicht zu wenig habe. Habe ich jetzt richtig gerechnet auf die Schnelle? Oh, könnte sein, dass ich doch noch welche brauche, ne? 32 brauche ich dann noch, wenn ich das da fertig habe. 48 haben wir noch, jawohl. Wir können das Ding tatsächlich fertig machen. Das wäre jetzt auch noch krass, wenn man da hochkrabbeln müsste und dann jedes Ding einzeln festnageln oder so. So. Wir brauchen dann noch 60 Hölzer oder sowas, glaube ich, ne? Auf jeder Seite 15, oder? 15, ja, auf jeder. Okay, 29 Hölzer haben wir einstecken. Dach brauchen wir nicht mehr. Das heißt, können wir die raus tun. Und wir brauchen noch 31 davon. Dann können wir tatsächlich noch den Schuppen heute fertig machen. Ich würde dann die letzte Wand von außen machen. Ich sollte eigentlich wieder schauen, dass ich innen drin Rüben weiter koche. Ich bin ja echt einmal gespannt. Weil ich meine, zuweisen muss ich es ja nicht, ne? Ich kann es ja auch freilassen. Und bist du fertig? Tatsächlich. Es ist fertig. So, bereite den Standort vor. Gucken wir mal. Werkstatt. Yay, ist das cool. Hier. Holzschuppen. Ich brech ab. Ist das toll. Also es ist natürlich, es ist simpelste Ausstattung, ne? Das ist auch klar. Aber das finde ich ja megamäßig. So, und was haben wir dann noch? Dann haben wir noch die Box für Tiere, Hühnerstall, Pilzzucht. Was ist ein Pilzzucht? Bodenzustand Brachland. Was kann ich denn hier machen? Benutze. Hier kann ich das machen. Okay, das heißt, ich brauche hier Stöcke und Eisen, um das reparieren zu können. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Stock rumliegen haben. Bestimmt. Draußen vor dem nicht vorhandenen Tor sollten doch auf jeden Fall noch Stöcke liegen, oder? Sind da Bäume nachgewachsen? Jetzt ernsthaft? Liegt hier jetzt kein einziger Stock rum? Es gibt so nicht. Sonst rennst du hier rum durch die Gegend und hast ständig irgendwo einen Stock rumfliegen. Und ich Blödkopf habe natürlich jetzt die Axt drin gelassen. Ja gut, ich habe jetzt halt aber auch wirklich damit gerechnet, dass ich hier einen Ast finde. Aber wisst ihr was? Dann gehen wir mal noch ganz kurz nach da oben, weil wir haben ja hier eine Beute. Ja, da hast du aber dann wieder die Karotte vergessen. Also komm. Einmal zurück. Hilfe, wo ist mein Eingang? Da muss ich auch noch schauen, wie ich das hier machen kann mit dem Zaun. Ob ich den hier sauber anbringen kann. Ich möchte auch die Bienenkästen dann wahrscheinlich verschieben. Und hier das mit der... Es ist schön, dass das hier ein Durchgang ist. Aber ich möchte auf jeden Fall zu den Tieren dann hier nochmal ein Tor haben. Da würde ich sagen, dass wir hier mit dem Zaun vielleicht loslegen dann. Ah, das wird toll. So, nimm mal mit.
gehe mal an den Herd ganz kurz. Du kannst auch erst einmal noch was essen. Hättest jetzt auch noch mal eine Brühe essen können, ne? Hier. Das ist ja auch was. Vielleicht mal einen Kaffee trinken. Noch hilft er ja. Warte mal, trinken wir gleich zwei. Dann einmal kochen, bitte. 16 Wasser sind noch drin, wunderbar. Dann kann ich auf jeden Fall mal nur schnell die Rüben reinschmeißen, weil die brauchen ja nur 16 Wasser. Und auffüllen tue ich dann später. So. Zucker rausschmeißen. Noch irgendwas? Nein. Doch. Rübe. Wir brauchen eine Rübe. Ach halt, warte mal, du hast draußen im... Ups. In der Kiste hast du ja auch noch Rüben. Nehmen wir da halt jetzt mal eine mit. Ich bin schon wieder so über die Zeit drüber, ne? Ich vergesse die Zeit immer. Das ist wirklich schrecklich. Hier oben denke ich mal, dass wir auf jeden Fall einen Ast finden. So, wir müssen zur zweiten Falle. Die hier irgendwo ist. Da ist sie. Einmal Wildsau, bitte, auf die Seite, danke. Ups. Einmal öffnen. Einmal nachladen. Und einmal schauen wegen Stöcken. So. Dann schnappen wir uns die Wildsau. Bitte F drücken, genau. Nicht, dass es wieder passiert. Wohin schaust denn du? In die Richtung müssen wir doch. Ich denke, dass ich da so ein paar Dinger wegnehme von den Trophäen und verkaufen werde, weil so langsam wird es nämlich voll. So, einmal zerlegen bitte. Wunderbar. Ihr habt aber noch, ne? Ja, ja, die brauchen noch 5 Stunden. So, was wollte ich jetzt machen? Zum einen das Fleisch raustun. So, dann können wir die Sachen, die wir verkaufen, hier noch mit reintun. Ach, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ne, dass ich das hier dekoriert habe. Schaut barbarisch aus irgendwie. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier den Hammer reparieren. Ist das genial. Nie mehr Geld zahlen. Nie mehr. Da bräuchte ich jetzt nur einen Stock. Wunderbar. Ist sogar ganz, ganz gut, ne? Wenn ich das bei 50% repariere, dann brauche ich nur den Stock. Ach, genial. Was machen wir dann hier jetzt noch rein? Weil wir haben die Werkstatt, Holzschuppen und Pilzzucht. Ich möchte hier keine Hühner haben und auch keine Box für Tiere. Insofern würde ich sagen, machen wir hier einfach nochmal eine Werkstatt rein. Haben wir halt zweimal eine Werkstatt. Was können wir denn hier machen? Ach, hier können wir auch reparieren. Okay. Und hier können wir natürlich dann Holz hacken, ne? Logisch. Logisch. Dafür ist es ja da. So, dann kannst du deine Axt jetzt auch wieder raushängen. Passt. Dann bin ich wirklich schon mal ends zufrieden. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Und das wird alles noch richtig toll. Die paar Büsche noch weghauen, den Felsen da hinten weghauen. Den Zaun werden wir verschieben. Da werden wir im Grunde von hier aus, wenn das geht, einen Zaun bis ungefähr hierher ziehen. Und dann einfach hier geradeaus vorgehen. Und dann nochmal geradeaus rüber. Dass das komplette große Karree hier für Flauschi ist und für unser Pferd. Und Bienenstöcke, da muss ich mal überlegen. Kommt drauf an, was ich hier machen kann, ob ich dieses Unkraut wegbekomme oder nicht. Die Bäume eventuell weg. Und dann können wir hier eine große Bienenzucht hermachen. Das ist gut. Warte mal, kann ich das auch wieder rückgängig machen mit der Werkstatt? Ich glaube nicht, ne? Oder? Kann ich das mit dem Hammer wegklopfen? Ja, cool. Weil ich denke mir nämlich jetzt gerade, wir könnten das Motorrad hier reinstellen. Upsi. Vorwärts.
wirklich so, dass wir keinen Sprit nachgießen müssen. So, jetzt muss ich mal überlegen, ja. Cool. Cool, dann steht das Motorrad da drin. Das gefällt mir jetzt extrem. So, hier muss ich wenigstens keinen Rückwärtsgang einlegen. Uah. Bitte nicht wieder einfach abspringen, ja? So, und das Fahrrad tun wir hier mit rein. So, jetzt musst du nur gucken, dass du auch sauber rückwärts fährst. Ja, ja, ja. Gut, passt schon. Nein, rückwärts absteigen. Ui, das mag ich aber nicht. Ja, das taucht schon. Das Fahrrad noch anlehnen. Es taucht mir schon. Ich werde da noch ein wenig rumspielen damit, dass ich das sauberer drinstehen habe. Und wenn wir es nicht drin haben, dann könnten wir eigentlich auch die Säge reinstellen. Ne? Allerdings wäre die Säge vielleicht hier daneben. Da könnten wir uns hier nochmal einen Bereich machen, wo ich dann Baumstämme eben auch zu Brettern sägen kann. Wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt bin ich schon wieder bei 40 Minuten fast. Leute, das soll es gewesen sein. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.